Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die ins Stocken geratenen Verhandlungen in Mazedonien kommen möglicherweise wieder in Gang. Nach zweitägiger Unterbrechung will das Parlament in Skopje die Beratungen über mehr Rechte für die albanische Minderheit morgen wieder aufnehmen. Sie waren gestern mit der Begründung ausgesetzt worden, die Albaner verstießen gegen den Friedensplan. Die UÇK-Rebellen hatten daraufhin gedroht, die Waffenübergabe an die NATO zu stoppen. In Skopje kam es unterdessen zu neuen Anschlägen. Wieder eine Bombenexplosion in Skopje. In der vergangenen Nacht wurde eine albanische Kaffeebar in Schutt und Asche gelegt. Gleichzeitig blockieren albanische Zivilisten immer wieder Straßen und verhindern so die Weiterfahrt mazedonischer Flüchtlingskonvois. Schwierige Voraussetzungen für Friedensverhandlungen. Sie wurden wieder einmal unterbrochen. Fast täglich stellen die Parlamentarier in Skopje neue Bedingungen für die Fortführung der Debatte. Gestern Abend traf sich der EU-Beauftragte François Léotard mit dem Parlamentspräsidenten und hochrangigen Politikern. Er ist verärgert über den Unwillen vieler mazedonischer Politiker, eine Lösung des Konflikts zu finden. Das geht so nicht. Wir haben gesagt, dass wir eine Ratifizierung des Parlaments brauchen. Das Parlament ist frei, ob es das tut oder nicht, aber man kann nicht jeden Tag neue Bedingungen stellen, die schlicht nicht zu erfüllen sind und die außerdem einen Bruch des Friedensvertrags darstellen. Solange die politische Debatte brach liegt, kann die NATO laut Vertrag keine weiteren Waffen einsammeln. Geradezu tragisch erscheint es in dieser Situation, dass der Museumsdirektor von Skopje die NATO gebeten hat, ihm einige der ältesten Modelle für sein Museum zur Verfügung zu stellen. Die politische Debatte um den Friedensvertrag ist ins Stocken geraten. Die NATO will sich davon aber nicht abhängig machen, weil es dann ein Einsatz ohne Ende werden könnte. Ihr Ziel? Die Waffen einsammeln und möglichst schnell raus aus Mazedonien, um nicht zwischen die politischen Fronten zu geraten. Aber das ist längst geschehen. Der gestrige Anschlag auf einen Geheimdienstoffizier in Gaza-Stadt ist möglicherweise die Tat von palästinensischen Extremisten. Eine bislang unbekannte Palästinensergruppe bekannte sich nach Angaben des israelischen Rundfunks zu dem Mord. Sie habe den Sprengsatz im Auto des getöteten Offiziers versteckt. Der Mann sei für den Tod eines palästinensischen Extremisten vor 2 Wochen verantwortlich. Im Westjordanland ist es auch heute wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und der israelischen Armee gekommen. Bei Ramallah beschossen Angehörige der Militäreinheiten von Palästinenserpräsident Arafat israelische Stellungen. Die Armee setzte Panzer ein. Mehrere Häuser wurden zerstört. In Hebron hatten die Israelis am frühen Morgen 2 Palästinenser erschossen. Diese sollen einen Anschlag auf jüdisches Gebiet geplant haben. Israels Außenminister Peres unterstrich unterdessen beim Besuch einer Schule in Tel Aviv, Israel halte weiter an einem Treffen mit Arafat fest. Es müssten noch der richtige Zeitpunkt sowie der genaue Ort gefunden werden. Allerdings warnte Peres vor Erwartungen, dieses Gespräch könne zu einem Ende der Gewalt führen. Wegen Menschenschmuggels haben britische Zollbeamte in der Nähe von Dover einen Deutschen festgenommen. Der 29-Jährige hatte versucht, in einem Lastwagen 40 illegale Einwanderer aus Asien einzuschleusen. Die Behörden hatten ihre Kontrollen zuvor verschärft. Auf der französischen Seite des Eurotunnels wurden in der Nacht rund 100 Menschen aufgegriffen. Sie hatten versucht, zu Fuß nach Großbritannien zu gelangen. Die australische Marine hat heute einen Truppentransporter zu dem norwegischen Frachter Tampa mit den Flüchtlingen vor der australischen Weihnachtsinsel entsandt. Das Schiff soll die 460 Asylsuchenden nach Papua-Neuguinea bringen. Allerdings gab heute ein australisches Gericht eine Eingabe von Menschenrechtsjuristen statt, die sich gegen diesen geplanten Transport richtet. Sie wollen die Einreise nach Australien gerichtlich erzwingen. Die Regierung lehnt das ab. Unterdessen besuchte heute der norwegische Botschafter die Menschen auf der Tampa. Sie baten darum, nach Australien einreisen zu dürfen. Die norwegische Regierung bezeichnete das Vorhaben Australiens, die Flüchtlinge nach Papua-Neuguinea bringen zu wollen, als unmenschlich. Bundesinnenminister Schily und der Chef der CDU-Zuwanderungskommission Müller zeigten sich nach einem Sondierungsgespräch optimistisch, dass ein Konsens möglich ist. Schily sagte nach dem Treffen im bayerischen Metten gegenüber der Tagesschau, sein Eindruck sei, dass sich die Chancen für eine Einigung deutlich verbessert hätten. Nach Darstellung von Müller hat Schily zugesagt, strittige Punkte seines Gesetzentwurfs zu ändern. An dem Gespräch nahm auch Bayerns Innenminister Beckstein teil.
Nach der Bundestagsabstimmung zum Mazedonien-Einsatz hat SPD-Generalsekretär Müntefering den Abweichlern in der eigenen Fraktion gedroht. Ihr Abstimmungsverhalten habe Einfluss auf die Vergabe der Listenplätze für die nächste Wahl, sagte Müntefering der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Dabei müsse jedem Kandidaten klar sein, dass er wegen seiner Zugehörigkeit zur SPD gewählt werde. In Berlin haben an diesem Wochenende mehrere 10.000 Menschen einen Blick hinter die Kulissen von Kanzleramt und Ministerien geworfen. Viele von ihnen hatten lange gewartet, um den Kabinettstisch oder das Büro von Kanzler Schröder zu betrachten. Eine Stunde lang begrüßte Finanzminister Eichel seine Gäste heute persönlich. Er stand den Besuchern Rede und Antwort und warb für den Euro. Generalbundesanwalt Nehm sieht keinen Grund für zentrale Ermittlungen seiner Behörde in der Leuna-Affäre. Es sei in der Weltwirtschaft absolut üblich, dass sogenannte Türöffner Kontakte herstellen und dafür Provision kassieren, sagte Nehm der Mitteldeutschen Zeitung. Die Generalbundesanwaltschaft wertet derzeit Akten der Schweizer Ermittlungsbehörden zum Verkauf der ostdeutschen Leuna-Raffinerie an den französischen Konzern Elf Aquitaine aus. Der Lobbyist Holzer steht im Verdacht, Provisionen für dieses Geschäft auf schwarze Konten weitergeleitet zu haben. Zum Abschluss der internationalen Funkausstellung in Berlin hat die Branche ein positives Fazit gezogen. Mit Vertragsabschlüssen im Wert von etwa 4 Milliarden Mark erzielten die Aussteller ein Rekordergebnis. Die Zahl der Besucher ging dagegen leicht zurück. Es war wieder ein lohnender Blick in die Welt der technischen Zukunft, den die 380.000 Besucher auf der weltgrößten Messe für Unterhaltungselektronik erhaschen konnten. Zufriedenheit auf allen Seiten. Wir konstatieren höhere Ausstellerzahlen. Wir konstatieren, dass mehr Fachbesucher ihren Weg auf die IFA gefunden haben, ein höheres Ordervolumina für unsere Aussteller generiert haben. Und last but not least haben wir, glaube ich, einen sehr emotionalisierenden Event für die Besucher geboten. Sehnsucht gehörte zu den Emotionen, zum Beispiel für Fans von Plasmabildschirmen. Mit 42.000 Mark ist dieser zwar besonders teuer, aber auch weniger aufwendige Geräte kosten noch zwischen 10.000 und 20.000. DVD-Rekorder dagegen kann man sich eher leisten und liegt voll im Trend. Schon bald soll die Videokassette der Vergangenheit angehören. Die Zukunft von Bild und Ton ist digital. Das ermöglicht auch platzsparende Geräte, eine Fernbedienung für alles. Die Aussteller haben für 4 Milliarden Mark Geschäfte abgeschlossen, 10-20% mehr als vor 2 Jahren. Besonders gut gingen auch handliche Camcorder und sogar Kuriositäten wie ein MP3-Gerät, das 600 Stunden Musik speichert und eine fotografierende Uhr, fanden Interesse. Wie immer zur internationalen Funkausstellung gab es auch Fernsehen zum Anfassen. Allein die ARD sendete 2800 Minuten live aus Berlin. Neuigkeiten gibt es schon von der nächsten IFA. Im Jahr 2003 wird sie nur noch 6 Tage lang sein, wie bei internationalen Messen üblich. Der international bekannte Herzspezialist Christian Barnard ist tot. Er starb im Alter von 78 Jahren während eines Urlaubs in Zypern an den Folgen eines Herzinfarkts. Dem Südafrikaner gelang 1967 die erste Herztransplantation der Welt. Christian Barnard im Dezember 1967. Der südafrikanische Chirurg hat das erste menschliche Herz verpflanzt. Doch der Patient, Louis Washkanski, stirbt 18 Tage nach der Operation. Dennoch, die Welt feiert die medizinische Pioniertat. Schon einen Monat später verpflanzt Barnard erneut ein Herz, dem Zahnarzt Philipp Bleiberg. Und die Sensation, Bleibergs Körper stößt das Herz nicht ab. 19,5 Monate wird Bleiberg mit dem Herz eines anderen leben. Als er das Krankenhaus verlässt, schöpfen viele Herzkranke Hoffnung. Die Herztransplantation setzt sich nun weltweit durch. Dies, so schilderte Barnard später untertreibend, habe er bei der Operation nicht erwartet. Ich war wirklich nicht aufgeregt. Wir haben gar nicht realisiert, dass die Operation eine solche Neuigkeit war und in den Medien solche Wellen schlagen sollte. Barnard wurde zum Medienstar. In den 70er Jahren verpflanzte er als erster ein Herz und 2 Lungenflügel und er transplantierte als erster ein Spenderherz, ohne das kranke Herz des Empfängers zu entfernen. Seine Patienten verehrten ihn. An seinem 75. Geburtstag machten all die ihm einen Besuch, die ihm ihr Leben verdankten. Der Herzspezialist war ein Mann, der das Leben und die Frauen liebte. In hohem Alter wurde er noch einmal Vater. Heute starb Barnard mit 78 Jahren während seines Urlaubs auf Zypern.
Italienische Archäologen haben in Venedig eine vor 500 Jahren versunkene Insel samt einem Kloster und zweier mittelalterlicher Schiffe ausgegraben. Das eine Schiff ist eine Galeere aus dem 14. Jahrhundert, die vermutlich zum Schutz von Handelsschiffen unterwegs war. Archäologen sprechen von einem einzigartigen Fund. Venedig, Stadt der Dogen und Paläste. Im Mittelalter unter dem Zeichen des geflügelten Löwen die mächtigste Handelsstadt im Mittelmeer. Großartige Bauwerke erinnern noch heute an die einstige Blütezeit. Draußen in der Lagune haben Archäologen damit begonnen, einmalige Relikte aus jener Zeit zu erkunden. Deutlich zu erkennen die Umrisse einer Galeere, 38 Meter lang, 5 Meter breit. Und die Reste eines Frachtschiffes, etwas kleiner und aus derselben Zeit. Im gesamten Mittelmeerraum wurden noch nie solche Galeeren gefunden, ein weltweit einzigartiges Objekt. Fast 800 Jahre lagen die Schiffe in der Lagune, bei einer vor 500 Jahren versunkenen Insel San Marco in Boccalama. Vollgesaugt mit Wasser würden die Planken sofort zerfallen, kämen sie an die Luft. Daher werden die Schiffe mit Wasser besprüht und nassen Tüchern abgedeckt. Um das Holz zu retten und auch sichtbar zu machen, müsste es in einem aufwendigen Verfahren mit flüssigem Kunstharz getränkt werden. Das dauert Jahre und kostet Millionen. Das Geld fehlt allerdings momentan. Daher wird das gesamte Areal in den nächsten Tagen wieder geflutet, so lange, bis das Geld zur Bergung bewilligt ist. Michael Schumacher hat den Großen Preis von Belgien gewonnen. Mit seinem 52. Grand Prix-Sieg stellte der viermalige Weltmeister einen neuen Rekord in der Formel 1 auf. Überschattet wurde das Rennen von einem schweren Unfall. Schock in der vierten Runde in Belgien. Der Brasilianer Luciano Burti verlor nach einer Berührung mit Eddie Irvine die Kontrolle und prallte mit über 200 Stundenkilometern in die Reifenstapel. Er wurde zunächst an der Strecke behandelt und später in ein Krankenhaus nach Lüttich gebracht. Er scheint Glück gehabt zu haben. Eine schwere Gehirnerschütterung, sein Rennwagen Schrott, aber keine Brüche und keine inneren Verletzungen für den 26-Jährigen. Nach Abbruch fuhr Michael Schumacher beim Neustart ohne Probleme zu seinem 52. Formel-1-Sieg, ein neuer Rekord in der Geschichte der Formel 1. Pech hatte Ralf Schumacher, der beim Start stehen blieb und als Siebter das Ziel erreichte. David Coulthard wurde Zweiter und ist seinem Ziel, Platz 2 in der WM-Wertung, näher gerückt. Nick Heidfeld schied aus und Heinz-Harald Frenzen wurde Neunter, froh darüber, dass sein Teamkollege diesen Unfall überlebt hat. Sven Ottke bleibt Boxweltmeister im Supermittelgewicht. Der 34-Jährige gewann in der vergangenen Nacht in Magdeburg überlegen gegen den US-Amerikaner James Butler. Es war bereits Ottkes 11. Titelverteidigung. Alles wartete heute gespannt auf den Großen Preis von Baden. Zum 129. Mal fand dieses Rennen in Iffezheim statt. So gut wie in diesem Jahr war es allerdings noch nie besetzt. Trotz der kurzfristigen Absage des großen Favoriten Hightory war alles am Start, was im Galoppsport Rang und Namen hat. Zum Beispiel Sabiango unter Jockey Andreas Suburic im gelb-schwarzen Dress. Er hat zwar noch keinen Derby-Sieg, ist aber wohl der beste Dreijährige im Lande. Doch gewonnen hat ein anderer. Auf der Außenbahn kommt der englische Hengst Morshdi mit seinem Jockey Philip Robinson unwiderstehlich. Zieht am Feld vorbei und gewinnt mit einer Länge vor Boreal und Sabiango. Der Siegtotto betrug 55-10, aber auch für das Siegerteam hat es sich gelohnt. Ihnen werden 1 Million Mark überwiesen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 3. September. Das Hoch über den Azoren weitet sich bis zu den Alpen aus. Freundlich startet die neue Woche in Frankreich, in Süddeutschland und im Alpenraum. Allerdings ist die nächste Wetterstörung in Sicht. Ein Tief zieht von Skandinavien nach Südosten. In der Nacht erfasst es Norddeutschland. Auch am Montagvormittag ist es nördlich der Elbe regnerisch. Das Regengebiet braucht seine Zeit, bis es die Mittelgebirge überquert, sodass es südlich von Main und Nahe trocken bleibt. Die meiste Sonne bekommt Baden-Württemberg und Südbaden ab. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen. Nur an der Küste weht er stärker. Im Laufe der Nacht sinken die Temperaturen auf 15 bis 8 Grad. Dort, wo am Tag für längere Zeit die Sonne scheint, im Süden wird es bis zu 25 Grad warm. Ansonsten 17 bis 22 Grad. Am Dienstag insgesamt wenig Sonnenschein. Zum vorerst letzten Mal erreichen die Temperaturen die 20-Grad-Marke im Rhein-Main-Gebiet. Am Mittwoch ein Wechsel aus Sonne, Wolken und Schauern, am Alpenrand Regen.